Nakamatachi. Ende Juli kamen wieder übertrieben geile Süßigkeiten raus mit noch geileren One Piece Karten enthalten. Und davon haben wir uns wieder eine Box gekauft. Und diese werden wir jetzt gemeinsam aufmachen und gucken, was wir für geile Karten bekommen. Los geht's, Gummo Gummo No! Genki Dama! Viele von euch wissen ja, ich sammle im Prinzip so sammle also Karten hier von Dragon Ball oder auch von Kingdom Hearts oder von Conan oder noch mehr Dragon Ball. Hier ist One Piece. Und ich sammle da immer, davon gibt es dann immer so Reihen, die sind immer in diesen Süßigkeiten hier drin, die nennt sich in Japan Itajaga. Und da kam jetzt eine ganz neue Serie raus. Ich zeige euch mal, ich habe tatsächlich eine Box, da sind 20 drin, plus vier einzelne gekauft, weil ich die im Laden gesehen habe und dachte mir, schadet ja nicht. Da kam die neue Serie raus, es sind 30 Karten enthalten. Das ist Serie 3 von One Piece. Serie 1 und 2 habe ich tatsächlich schon komplett und die sind alle geil. Und ich muss sagen, die dritte Serie, hier die neue, wird mit Abstand die geilste werden, weil ich glaube, das Thema ist einfach die vier Kaiser, die vier Piratenkaiser. Also hier Luffy, Shanks, Blackbeard und Buggy. Schreibt mir unbedingt euren Lieblingskaiser in die Kommentare. Meiner ist, auch wenn es niemand hören will, Blackbeard. Ich liebe Blackbeard, der ist so ein Assi. Aber Shanks auch geisteskrank. Luffy auch cool, klar. Buggy geht mir auf den Sack. Aber wie gesagt, Blackbeard einfach interessant und Shanks, braucht man nicht sagen. Shanks ist eh einer der geilsten Charaktere ever von vielen Animes. Wir haben jetzt eigentlich 24, genau, hier sind die ganzen Karten drin, ne? 20 plus die vier Einzelgekauften und das heißt natürlich, dass wir nicht alle Karten bekommen werden. Ja, was natürlich mega scheiße ist. Aber ja, hoffen mal, dass so wenig wie möglich sich überschneiden, dass wir wenigstens 24 verschieden haben oder wenigstens 20 verschieden haben. Schauen wir mal. Und ja, den Rest würde ich sagen, muss ich mir hinterher noch irgendwie besorgen. Und das Krasse ist, hier gibt es auch wieder normal, rare und super rare. Und so wie es aussieht, gibt es vier, fünf super rare. Das sind die vier Kaiser, so wie es denn draufsteht. Also Luffy, Shanks, Buggy, nochmal Letich und Lucci. Lucci ist auch ein Super Rare. Dann gibt es ganz viele Rares und dann gibt es noch mehr normale. Die fünf Super Rares, die sind natürlich die, die wir wollen. Und ich tu mal die vier Packs, die wir jetzt zusätzlich gekauft haben, tu mal als letztes öffnen in der Hoffnung. Also guck mal, ob die sich gelohnt haben oder ob die alle sich überschneiden oder wie auch immer. Aber wie gesagt, die kommen zuletzt. Und das Coole ist, hier gibt es halt zwei Designs: einmal mit den vier Kaisern, einmal mit Robluchi. Deswegen ist Robluchi auch der fünfte Super Rare, weil es hier von Egghead ist, wo die gegeneinander gekämpft haben. Und ich muss sagen, ich liebe Robluchi und die neue Form von ihnen, also als sieht schon ein bisschen neu aus. Die muss ich auch sagen, feiere ich schon richtig ab. Aber genug gelabert. Ich will die verdammten Scheißkarten jetzt sehen, deswegen los geht's. Nummer 1. Okay, fängt schon mit Brook an. Ist eine normale nur, leider, aber ja, sieht nicht schlecht aus. Auch Usopp nebendran mit seinen Augen, die da wegfletzen. Und da ist halt wie gesagt immer so eine Süßigkeit dabei. Ich zeige es hier noch. Italjaga, das ist so ein Cracker. Und das schmeckt schon sehr, sehr lecker. Haben wenig Kalorien. Alle 24 kann ich jetzt leider nicht essen. Aber die Karten wollen wir halt. Da machen wir schnell die Karten raus einfach. Okay, Nummer 2. Nummer 2 ist wieder eine normale. Und ja, ist von Dr. Vegapunk Edison. Edison von Dr. Vegapunk. Ich muss sagen, ja, die Karte geht klar. Gibt halt die anderen Roboter finde ich optisch viel geiler irgendwie. Aber schauen wir mal weiter. Und Nico Robin. Das ist auch eine normale. Alle drei normal bis jetzt. Die gefällt mir aber sehr, sehr gut. Und hinten drauf ist ein bisschen Hentai-Style. Aber die sieht richtig geil aus. Ich muss generell sagen, Robin, einer meiner Lieblingscharaktere aus One Piece. Und hier, man sieht es vielleicht schlecht, aber hier ist er irgendwie übertrieben nackt einfach. Was war das für eine Szene hinten drin? Wieso ist hinten in nackt? Aber egal. Karte gefällt mir sehr gut. Ist zwar nur normal, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Jinbei, das ist Jinbei. Jinbei ist auch einer meiner Lieblingsstrohhutpiraten. Die Karte selber, ma, sieht jetzt in Ordnung aus, ist natürlich auch nur normal. Muss sagen, dafür, dass ich Jinbei eigentlich richtig geil finde, ist die Karte, ja, geht so. Aber hier das Zeichen ist geil. Das gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Jinbei-Zeichen. Das glitzert auch schön. Das war bei Robin auch drauf, ja. Hier ist Robins Zeichen, das habe ich vorhin gar nicht gesehen, weil es so Gold ist hier. Aber bei Jinbei, wie gesagt, die Karte selber geht klar.
Aber das Zeichen ist relativ cool gemacht. Und Rare. Wir haben eine Rare. Und es ist, oh, Kusan. Es ist Aokiji. Es ist die erste Rare-Karte. Und die sehen schon deutlich geil aus mit diesem Weiß und dem Gold hier draußen am Rand. Die Karte selber, naja, wäre geil, wenn man den irgendwie mehr sehen würde. Hier sieht man nur sein Gesicht. Von hinten sieht die aber ganz cool aus so, wo er seine Kräfte benutzt hat. Und die muss ich sagen, ja, auch jetzt nicht die beste. Bis jetzt ist, glaube ich, die Robin noch die schönste. Robin ist bis jetzt die einzige, die mir wirklich gefällt von den Karten. Scheiße, jetzt mach mal los hier. Und, das ist eine normale, aber die sieht schon optisch mega, mega schön aus. Das ist der Vielfraß gewesen, ja. Yoku. Die Karte sieht schön aus, passt sehr, sehr gut zu ihr. Da haben sie ein gutes Motiv genommen auf jeden Fall. Die gefällt mir sehr gut eigentlich, ja. Ja, hier sieht man auch das Kanji von ihren Namen. Auch wenn man es jetzt schlecht sieht, aber die Karte gefällt mir nicht schlecht. So, bitte gib mir bitte eine Super Rare. Ich hätte gern Blackbeard und Shanks. Blackbeard und Shanks, und ich wäre zufrieden. Eine Rare-Karte? Sir Crocodile, ja geil, Alter. Aber ich muss sagen, die Rare-Karten gefallen mir optisch sehr geil. Dieses Weiß-Gold ist schon übertrieben heftig. Und vor allem Crocodile mag ich übertrieben gern. Ich liebe seine Kräfte, ich finde ihn optisch pervers cool. Und deswegen, die Rare-Karte freut mich mega. Crocodile, richtig geil. Die Karte auch richtig geil gemacht, also haben sie ein sehr geiles Motiv genommen. Die gefällt mir sehr, sehr gut. So kann es weitergehen. Wir haben noch keine doppelt. Wir haben bis auf Crocodile und Robin auch noch keine geile, aber schauen wir mal. Und jetzt bitte. Nein, die erste Doppelte. Wir haben die erste Doppelte. Und was fällt mir jetzt gerade auf? Die haben hier noch so ein grünes Brook-Zeichen drauf. Das sieht auch relativ cool aus, aber ja, Scheidenkleister, die erste Doppelte. Das ging schneller als erwartet, leider. Und jetzt haben wir Dr. Vegapunk. Jetzt haben wir Dr. Vegapunk. Wie sieht denn die aus? Oh, ah, okay. Ja, okay. Die passt zu ihm, ist in Ordnung, ist aber eine Rare. Alter, Leute, das ist eine Rare. Also, das ist die. Also, von vorne, klar, sieht man, dass die eine Rare ist vom Rand her, aber da haben wir, glaube ich, die schlechteren Rares erwischt bis jetzt. Bis auf Crocodile, der ist geil, aber Kusan und Vegapunk sind irgendwie so vom Design und so weiter her nur so, ja. Also, ich hoffe mal, da kommen noch ein paar geile raus jetzt, Alter. Komm, jetzt gib mir Shanks oder recht hier. Trafalgar Law. Jetzt sag mal, ist auch eine Rare. Das ist eine Rare. Wie sieht die? Die sieht übertrieben geil aus. Also ich muss sagen, jetzt haben wir noch eine Rare von Trafalgar Law. Übertrieben geiler Charakter. Sein Zeichen hier richtig schön in Gold. Er sieht optisch geil aus. In schönen Rare noch dazu. Hinten drauf ist er auch als Frau. Also kurz in eine Frau verwandelt wurde. Deswegen, die Karte gefällt mir sehr, sehr gut. Muss ich sagen, Crocodile und Law gefallen mir optisch mega gut, ja. Und jetzt haben wir. Oh, schon wieder eine Doppelte. Auch wenn die Karte mega, mega schön ist, aber die ist leider wieder doppelt. Schade, Nummer 2. Oh, der ist cool, ja. Der Shaka, der gefällt mir sehr, sehr gut. Das Bild selber ist auch cool. Es war nur eine normale, aber die finde ich jetzt irgendwie ganz cool. Auch hier die Pose von ihm finde ich mega cool. Deswegen, ja, die Karte haben sie sehr, sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Dafür ist nur, sieht aber ein bisschen besser aus. Also sieht ein bisschen aus wie eine Rare, ein bisschen, ja. Ist zwar nur normal, aber hat so einen Rare-Touch, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und von hinten drauf auch ganz cool. Das Zeichen für richtig von ihm, das ist ein Kanji, Shaka. Und das Zeichen ist eigentlich das japanische Kanji für richtig. Und jetzt haben wir. Oh, sehr nice. Das ist Lilith. Die sieht richtig geil aus. Ist leider nur normal, aber ich muss sagen, die gefällt mir richtig gut. Mega schön gemacht. Passt perfekt zum Charakter irgendwie so, das Bild. Die ist auch mit dem schönen Pink hier geschrieben. Aber die gefällt mir mega gut. Und hier auch lustiger Fun Fact. Auch hinten drin richtig geil. Aber Lilith, das Kanji von Lilith. Wo sieht man es? Ja, hier sieht man es ganz schlecht. Aber hier hinten ist es drauf. Das hier, das heißt böse auf Japanisch. Also, gefällt mir eigentlich ganz gut, die Lilith. Ja, also optisch richtig schön gemacht, die Karte. Die Normalkarten sehen zum Teil richtig edel aus. So, und jetzt haben wir... Alter, nein. Schon wieder, das ist die dritte Doppelte. Das ist nicht gut. Und jetzt haben wir... Ah, der ist geil. Pythagoras. Ich muss sagen, Pythagoras mag ich sehr, sehr gerne. Einfach aus wegen der Tatsache, dass der mich an Mega Man erinnert irgendwie. Von einem Mega Man-Roboter sieht er irgendwie richtig aus. Und das Krasse ist, das Kanji von Pythagoras ist Chi, also Wissen. Das ist das Kanji für Wissen.
Und das haben sie eigentlich ganz cool gemacht, die Namen und dann halt diese Kanjis dazu, weil es irgendwie mega zum Charakter passt. Und die sieht auch optisch cool aus, auch wenn sie nur normal ist, aber die gefällt mir wiederum sehr, sehr gut. Wir haben keine Super Rares jetzt. Also wir haben nur noch 5 plus die anderen 4 und noch keine Super Rares. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Drückt mir die Daumen, Leute. Kaku. Kaku, geil. Kaku gefällt mir. Ich muss sagen, ich bin ein richtiger Fan von, also Marine sowieso, aber auch von der CP0 oder CP9 damals. Und Kaku gefällt mir auch richtig gut. Ich finde ihn mega lustig als Charakter. Und die Karte sieht auch relativ cool aus mit dem goldenen Zeichen hier auch noch drauf. Also haben sie cool gemacht. Rares gefallen mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. Vor allem Luzi, nicht Luzi, vor allem Kaku, Crocodile und, ja, Crocodile. Oh, Crocodile ist der geilste. Also Crocodile ist der beste auf jeden Fall. Noch keine Super Rare. Das ist die Bonnie. Und ich muss sagen, Bonnie hat eine richtig geile Geschichte. Die gefällt mir übertrieben gut. Und vor allem sieht die Karte auch wunderschön aus. Und ich muss auch sagen, die Klamotten von ihr gefallen mir richtig gut. Viel besser als die normalen Klamotten. Die Karte, muss ich sagen, ist zwar nur normal, aber finde ich bis jetzt eine der besseren auf jeden Fall. Die ist wunderschön. Gefällt mir sehr, sehr gut hier, die Bonnie. Die ist richtig schön, ja. Immer noch keine Super Rare. Also wenn da keine Super Rare drin ist, werde ich denen mal einen schönen Beschwerdebrief schreiben. Und wir haben jetzt normal. Aber die haben wir auch noch nicht. Die haben wir auch noch nicht. Die gute Atlas ist es. Und die sieht auch wunderschön aus. Sehr, sehr schön. Haben wir jetzt eigentlich alle von ihm. Alle 5 haben das doch, oder? Und Atlas, auch von hinten, relativ cool gemacht. Boah, noch 2. Das sind die letzten 2 aus der Box. Puh. Das gab es bis jetzt noch nie. Vor allem, da gibt es auch einen Mihawk drin. Hier ist auch ein Mihawk abgebildet. Den hätte ich auch sehr gern. Ist ein Rare. Den habe ich, vor allem Super Rare, Alter. Das fuckt mich schon ab, weil die Super Rares sind richtig krank aus. Hier der Shanks. Ich muss sagen, die Super Rares sind, Alter, heftig geil optisch. Hier auch vorne noch Luffy, Gear 5 und Rob Lucci, die 2. Das sind die Super Rares, die hätte ich beide gern. Und die, mit dem Schwarz dazu ist schon übertrieben geil. Und ja, ich habe eigentlich gedacht, dass in jeder Box irgendwie mindestens eine Super Rare drin ist. Aber puh, wenn jetzt bin ich davon nicht mehr so fest überzeugt. Und weiter geht's mit... Ja, Lucci, Alter, wir haben eine Super Rare. Es ist Rob Lucci. Ich muss sagen, die Super Rares halt alle, bis auf Buggy, ist mir fast egal, wen ich kriege, weil die alle geistesgestört geil sind. Also Blackbeard, Shanks, Rob Lucci oder Luffy, alle 4 geil. Buggy, wie gesagt, ist jetzt der, den ich als 5. haben will, aber die anderen 4, alle geil. Ich muss sagen, das Bild hier mit ihm, richtig heftig. Lucci, wie gesagt, einer meiner Lieblingscharaktere und der ist einfach richtig heftig geil hier. Karte mit Schwarz noch pervers geil und hier sein Körper, brutal. Also kann man nur sagen, die Karte freut mich bis jetzt am meisten. Die ist richtig geil, die Karte. Optisch geil. Super Rare und ja, die freut mich jetzt, aber ich habe schon mit 2 Super Rares mindestens gerechnet, ehrlich gesagt. Die letzte, Usopp, okay, Usopp, hatten wir noch nicht, ist nur normal. Das sieht auch ganz cool aus, ehrlich gesagt. Ja, das Motiv von ihm ist in Ordnung, gefällt mir ganz gut und sein grünes Logo hier finde ich wieder mega schön. Boah, also eine Super Rare finde ich schon ein bisschen wenig. Wie viele Rares haben wir? Wir haben 5 Rares, eine Super Rare und Rest normal. Das heißt 14 normale, krass. Aber wir haben ja wie gesagt noch 4 Dinger gekauft. Das sind die hier. Und da schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen mehr Glück haben, sag ich mal, verhältnismäßig. Schauen wir mal noch hier rein. Und hier ist drinne Chopper. Ja, sehr geil. Guck mal, den hatten wir noch nicht. Das freut mich mega. Ist nur eine normale, aber Chopper ist halt auch einer der geilsten aus den Strohhüten. Und die Karte ist mega, mega süß. Ein süßes Zeichen hier. Die gefällt mir optisch sehr, sehr gut. Ja, also Chopper, muss ich sagen, ist richtig, richtig, richtig geil gemacht, die Karte. Wunderschön. Ich hatte echt am Anfang die Befürchtung, dass ich alle 4, die ich hier kaufe, überschlage irgendwie. Aber die erste gleich mit Chopper, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn jetzt noch eine Super Rare rauskommt, drehe ich durch. Wenn keine rauskommt, drehe ich auch durch, aber im negativen Sinn. Okay, und jetzt kommt raus... Jinbei, na ja, okay, doppelt. Die haben wir jetzt leider doppelt. Schade. Jinbei, schade. Sanji kam noch nicht. Und Frankie, Mann, ich hoffe mal, Frankie gibt's auch, weil Frankie ist mein Liebling von den Strohhüten. Und Nami haben wir noch nicht, Sanji. Die ganzen Strohhüte fehlen fast noch. Krass. Haben wir zwar von Vegapunk eigentlich alle, aber... Ja, Alter, ist eine Super Rare. Geil, ist zwar Buggy... Also ohne Witz, wie gesagt, von den 5 Super Rares hätte ich Buggy am... Die Karte sieht aber geil aus hier. Gerade das hier sieht heftig geil aus. Ich muss sagen,
Ich weiß, Buggy ist ein sehr, sehr beliebter Charakter. Ich bin jetzt kein Fan von ihm, aber klar, dass ein Super Rare rauskommt, freut mich. Die hat man noch nicht. Die Super Rare doppelt, dreifach geil. Aber die anderen drei wären mir lieber. Aber egal, da will ich jetzt nicht meckern. Das ist Meckern auf höchstem Niveau. Deswegen bin ich bei dem mega zufrieden. Dass da von den vier, die ich mir gekauft habe, zusätzlich nochmal eine Super Rare rauskommt, hätte ich nicht erwartet. Und optisch, muss ich sagen, fällt die mir auch gut. Haben sie sehr gut gemacht. Jetzt haben wir nur noch eine. Wenn da nochmal eine Super Rare rauskommt, dann ziehe ich blank. Dann ziehe ich blank. Okay. Und es ist. Na, die haben auch. Ja, die hat sich leider verdoppelt nochmal. Aber von vieren, zwei doppelt, eine Super Rare und eine normale. Ich glaube, man kann da nicht meckern. Das war, diese vier zusätzlichen Dinger waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ja, also wie gesagt, die Super Rares gefällt mir halt Crocodile und Trafalgar Lore, vor allem Crocodile muss ich sagen, der ist richtig geil. Also Crocodile, das sind die Highlights nochmal jetzt. Ich muss sagen, Crocodile ist schon richtig geil. Gefällt mir mit am meisten. Also ich muss sagen, Crocodile und Lucci gefallen mir am meisten hier, die zwei. Dieser Super Rare, Lucci und der Crocodile von gerade mit Normal Rare, die beiden sind für mich die geilsten. Der hier ist auch nicht schlecht, aber ja, ich weiß nicht, ob man da meckern kann. Die haben wie viel Doppel von 24 haben wir? Fünf Doppelte, fünf Doppelte. Kann man da meckern? Ich weiß nicht. Also zwei Super Rares. Wie gesagt, gerade war ich noch. Ja, nee. Und die Rares, wie viele Rares haben wir? Fünf Rares haben wir nur. Wartet mal, schauen wir gerade mal. Es gibt insgesamt. Es gibt 10 Rares und wir haben 5. Das ist die Hälfte. Das ist eigentlich schon ziemlich wenig, würde ich sagen. Super Rares gibt 5, da haben wir jetzt 2, weniger als die Hälfte. Und normale gibt's. Ja, normale gibt es 15. Damals 12, das heißt drei normale fehlen, das heißt Sanji, Frankie, gerade meine Lieblings aus den Ströten. Sehr, sehr schade, aber krass, ja. Ich bin nicht unzufrieden, aber ich bin auch nicht mega zufrieden. Also geht auf jeden Fall klar, es ist nicht so, dass ich enttäuscht bin, aber ich hätte mir da auf jeden Fall noch einen Shanks oder so, einen Shanks oder einen Luffy gewünscht, auf jeden Fall. Vor allem Blackbeard wäre noch perverse geil, aber gut, wie gesagt, zwei Super Rare, Müssen wir mal gucken, wo wir so herkommen. Aber wie gesagt, ich bin happy, weil die Karten sehen schon richtig heftig aus. Die Karten sehen richtig heftig aus. Die werde ich da jetzt noch auspacken und mein schönes Buch, mein Sammelbuch reinmachen. Und so, hier sind jetzt die ganzen, meine Sammelkarten des One Piece Season 1. So, von Wano Kuni. Hier der Kid Super Rare sieht richtig geil aus. Die ist richtig geil optisch mit Gold Roger und Whitebeard und Luffy noch richtig cool hier. Dann kommt Season 2. Die haben mir auch optisch sehr gut gefallen. Das war der Marinekrieg. Und hier ist halt mit Akainu und so weiter, mit Kusan und Aokiji. Richtig geil gemacht. Blackbeard und Shanks auch als Super Rare. Mit hier mit Luffy und Ace noch zusammen. Ich hoffe, man sieht es gerade hier. Die Super Rares waren auch alle richtig geil. Und vor allem, wie gesagt, da gab es auch schon mal Blackbeard. Und dann hier noch die letzten drei Super Rares, die auch richtig geil aussehen. Und da kommen jetzt noch die Season 3 dazu. So, das wär's jetzt mit dem Video. Schreibt mir noch euren Lieblings-von-Peace-Charakter in die Kommentare. Und was ihr von den Karten hier haltet, ob ihr auch gern diese Snacks mit den Karten sammeln würdet. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Das wär's jetzt mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Bitte den Kanal abonnieren, wenn ihr den Channel mega für Mitglied werden würdet. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.